Guten Morgen zusammen. Jetzt führe ich euch erstmal meine eigene Maske vor. Die besteht einmal aus einem Außenteil und zwei Innenteilen, die sich überlappen. Und hier könntet ihr noch eine dritte Baumwollschicht reinlegen. Ja, und dann wäre die Maske besonders dicht und würde sein Gegenüber oder man könnte sein Gegenüber gegen seine eigenen Viren schützen. Jetzt setze ich die Maske erstmal auf. Also hier oben habe ich ein Stück Blumendraht eingearbeitet, damit ich sie an der Nase besser festdrücken kann. Hier an den Ohren wird die mit dem Gummi fixiert. Jetzt zeige ich das nochmal an der Seite. Also hier ist sie recht fest. Dann kann ich die Brille aufsetzen und dann ist die Sache perfekt. So, jetzt setze ich die Maske wieder ab und zeige euch, wie ich diese genäht habe. Also es gibt hier eine Schablone, die könnt ihr euch bei uns auf der Homepage runterladen. Die besteht aus drei Teilen. Das sind diese zwei Innenteile und das ist das Außenteil. Ich zeige es nochmal, das ist das Außenteil. Das wäre hier, das ist die Nahtzugabe und das sind diese zwei Innenteile. Einmal die obere Seite und die untere Seite, die sich dann später überlappen. Das wäre dann das hier. So, diese Schablonen, die lege ich auf ein Stück Stoff. Dieses Stück Stoff hatte ich links auf links zusammengelegt und habe dieses dann ausgeschnitten. Das sieht man dann hier. Hier ebenfalls und hier ebenfalls. Was wichtig ist, dass man sich jetzt die obere Seite mit einem Kreuzchen markiert, da die Seiten sehr ähnlich aussehen und man diese so besser unterscheiden kann. Das gleiche hier bei dem Außenteil, da habe ich auch die obere Seite markiert. So, dann habe ich eben diese Knipse reingeschnitten in diese zwei Stoffe. Und mir jeweils das Oberteil mit einem Kreuzchen markiert, da die ja recht ähnlich aussehen. Hier auf der Seite auch habe ich mir die Oberseite markiert. So, wenn ich dann die Nadeln hier rausnehme, ne, habe ich dann eben diese zwei Teile, die hier zusammengenäht werden müssen, damit diese dann ja, das zeige ich jetzt einfach hier. Also ich habe diese drei Teile jeweils an den Rundungen zusammengenäht und mit einem Zickzackstich versäubert. So, das sind diese drei Teile. Wenn ich diese drei Teile umdrehen würde oder umdrehe, dann hält das hier nicht so richtig. Und deswegen habe ich hier nochmal knappkantig entlang genäht. Und habe diese Nahtzugabe hier innen nochmal fixiert. So, und jetzt habe ich einmal dieses Vorderteil und die zwei Innenteile. Diese Innenteile werden jeweils, diese 1 cm Nahtzugabe, die ich hier bei dem oberen Teil gezeichnet habe, nach innen geklappt und umgenäht. Und das gleiche passiert bei dem unteren Teil, da wird auch die Nahtzugabe umgedreht und zusammengenäht. Das sehe ich jetzt hier einmal hier. Und bei der hier müsste ich das noch nähen, würde ich das hier so umklappen, zweimal und hier entlang nähen. So, dann hätte ich jetzt ein Unterteil und ein Oberteil. Jetzt muss ich mal gucken, wo das Kreuz ist. Das ist das Oberteil. Das Oberteil würde ich dann hier drauflegen und hier an der Seite entlang nähen, damit das fixiert ist. Das zeige ich jetzt hier an diesem, an diesem Teil. Also hier ist es ja schon umgenäht, hier ist es ebenfalls umgenäht. Das Oberteil mit dem Kreuzchen oben drauf und hier an den Seiten wird es festgenäht. Hier ist es schon festgenäht. So, jetzt haben wir praktisch zwei Teile, einmal die Innenseite und einmal die Außenseite. Die müssen jetzt wieder zusammengenäht werden. Die lege ich jetzt muss ich mal schauen, welche Seite oben ist. Also hier mit dem Kreuzchen ist die obere Seite und das ist klar, das ist auch die obere Seite mit dem Kreuzchen. Lege ich das aufeinander. Schau, dass es hier gut zusammenpasst. Und nähe
die Maske komplett einmal rund fest. So, dann hätte ich quasi beide Seiten zusammengenäht. Das zeige ich jetzt hier. Also es sind beide Seiten zusammengenäht worden. Jetzt habe ich mir in diese Nahtzugabe einen kleinen Tunnel genäht. Und da kann ich dann ein Stück Blumendraht oder anderen Draht reinschieben. Das würde ich dann hier nochmal zunähen, damit er nicht rausrutschen kann. Und dann werden hier diese Ecken weggeschnitten, da es zu viel Stoff wäre. Und jetzt kann ich die Maske umdrehen. Jetzt drehe ich mal die Maske um. So. Und jetzt hält es ja wieder nicht ganz so gut. Also jetzt müsste ich erstmal hier mit der Nadel oder einem anderen Spitzengegenstand, also hier mit der Häkelnadel, die Ecken so ein bisschen ausdrücken. So, hier dann auch. So. Jetzt habe ich quasi die Maske umgedreht. So, mal gucken, also hier ist oben, hier ist mein Stück Blumendraht drin. So, jetzt hält das ja wieder nicht ganz so gut, deswegen habe ich diese Maske nochmal knappkantig hier so entlang abgenäht. Hier bei dem Blumendraht müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht mit der Nadel auf das Stück Draht kommt, sonst bricht die Nadel ab. So, wenn wir dann hier entlang genäht haben, drehen wir das Ganze um, klappen das hier um, nähen hier nochmal entlang, dass wir einen Tunnel haben und können dann ein Gummi durchziehen. Das zeige ich euch jetzt bei der nächsten Maske, die schon fertig genäht ist. Also hier sieht man nochmal, hier oben ist der Blumendraht, deswegen habe ich hier so ein bisschen weiter entlang genäht. Hier ist der Tunnel, bei dem ich das Gummi durchgezogen habe. Und hier ist nochmal diese Naht, die ich hier so knappkantig entlang genäht habe. Ja, dann wäre die Maske fertig. Hier könnt ihr noch eine dritte Lage reinlegen, wenn ihr möchtet. Und ja, das Gummi habe ich hier mit einem Zickzackstich zusammengenäht. Das kann man dann hier reinziehen. Dann sieht es ordentlicher aus. Hier sehen wir noch drei fertige Teile. Das ist die Schablone, die ich gezeichnet habe. Das ist einmal eine für Kleinkinder und das ist eine für Erwachsene. Und die für Erwachsene habe ich auch meinem Mann genäht, der wesentlich größer ist als ich und die passt ihm auch wunderbar. Also das ist quasi eine Einheitsgröße. Und so als Richtwert für das Gummi, 25 cm pro Seite sind meistens richtig. So, das war's dann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen und viel Erfolg.